Wir sind heute Gast in Heutigen im Restaurant Rebstock. Und da habe ich einen speziellen Gast, der am Montag nach Stuttgart fährt und am Freitag wieder nach Weil am Rhein kommt. Es ist kein geringerer als der ehemalige Justizminister und heutige Landtagsabgeordnete, Herr Rainer Stickelberger. Herzlich willkommen und danke schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Stickelberger. Ja, vielen Dank. Ich bin gern gekommen. Ich bin ja echt der Haldiger und habe gar nicht weit daher. Wunderbar. Herr Stickelberger, wie geht es Ihnen so als langjähriger SPD-Mitglied, so nach dem Wahldesaster FDP, AfD, Linke, Grüne, alle haben sich zugelegt an Stimmenzahlen, nur die CDU und speziell die SPD hat riesig verloren. Ja, wie geht es mir? Ich bin jetzt 47 Jahre in der SPD, da ist mir Kummer gewöhnt. Hat Höhen und Tiefen erlebt, aber wir müssen natürlich schon daran arbeiten, dass wir wieder aus dem Loch rauskommen. Und da schaffen wir auch wirklich gemeinsam dran. Schön, dass der Herr Schulz voreilig gesagt hat, also mit der GroKo wollen wir nichts zu tun haben, das war natürlich ein No-Go, oder? Glaube ich. Oder wie sehen Sie das? Ich meine, das war einfach ein Kurzschluss gewesen, oder wie läuft das? Ja. Also, nächstes Mal, man hätte ja die SPD auch wählen können. Nachdem man jetzt immer nach der SPD ruft, weil die Jamaika-Koalition platzt ist. Aber die SPD hat natürlich am Wahlabend und hinten noch auch nochmal, als Jamaika dann nicht standgekommen ist, gesagt, wir machen keine große Koalition. Und da geht es natürlich dann schon auch an die Glaubwürdigkeit, an die Wahrhaftigkeit. Und das ist ein Problem. Auf der anderen Seite ist verständlich, dass ein Verhandlungsführer, wenn er Koalitionsverhandlungen führt, dass er dann in ein Kabinett eintreten will. Aber das ist jetzt schwierig. Und in dieser Situation hat sich die Partei leider manövriert. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir da rauskommen. Was vielleicht nicht im Nachhinein besser gesehen war, in Brüssel bleiben? Ich glaube, das war schon eine gute Entscheidung, weil er ist schon durch und durch Europäer. Und Europa hat ja auch im Wahlkampf eine große Rolle gespielt. Was vielleicht besser gesehen wäre, wenn man das eine oder andere nicht gesagt hätte, sich nicht festgelegt hat und dafür mehr der Europagedanke im Wahlkampf zur Sprache gebracht hat. Gut, wenn wir ein bisschen weggehen von diesem Thema, das ist ja durch die Presse schon genug gezogen worden, aber man hat es einfach mal ein bisschen anschneiden. Bewegt die Gemüter. Ganz genau. Und auch mich. Das ist richtig, ja. Von Mai 2011 bis 2016 sind Sie im Kabinett vom Herrn Kretschmann gesehen. Mhm. Ist das eigentlich schon immer Ihr Wunsch gesehen, Justizminister zu werden? Ja gut, das kann man sich nicht wünschen. Aber Ziel! vielleicht in den kühnsten Träumen oder in Träumen, die mir sogar mir verborgen geblieben sind. Aber es ist natürlich so, ich habe immer Bezug zu der Justiz gehabt. Ich war ja nach meinem zweiten Staatsexamen dann einige Jahre Richter, also in der Justiz selber tätig, mhm. In Karlsruhe und in Freiburg. Und habe also auch die Justiz von innen kennengelernt. Und da habe ich immer Nähe zu der Justiz gehabt. Mich haben auch immer Rechtsfragen interessiert. Deswegen habe ich auch Jura studiert. Aber die klassische Laufbahn ist dann natürlich Rechtsanwalt, Staatsanwalt oder Richter. Justizminister werden da nicht viel. Und so gesehen war es halt auch ein Glück. Ich war in der Fraktion derjenige, wo immer Rechtsfragen behandelt hat. Ich war Justiziar. Ich habe mich ums öffentliche Recht gekümmert, ums Parlamentsrecht. Und dann ist es nahegelegen, dass meine Fraktion mich da nominiert. Was ist also im Nachhinein Ihr Highlight gesehen als Justizminister? Haben Sie so irgendwas, wo Sie sagen, das war mein Highlight? Ja, Highlights waren sicher Staatsbesuche, die mir ins holländische Königspaar oder das monegassische Fürstenpaar. Das will ich aber nicht immer so arg als Highlight bezeichnen. Highlight waren eigentlich mehr die persönlichen Begegnungen mit Leuten aus Tätigkeitsfeldern, die einem normal eher verborgen sind. Zum Beispiel, wie geht es im Gefängnis zu? Mhm. Wie arbeiten Leute unter Haftbedingungen? Wie verkraften Leute in der Justiz Strukturwandel, Reformen? Die Jahrhundertreformen sind, wie zum Beispiel die Notarreform oder die Einführung von der elektronischen Akte. Was macht das mit den Leuten? Wie kommen die damit klar? Wie verändert sich ihre,
ihre Arbeit, wie verändert sich ihre Einstellung zum Staat, da im Persönlichen, nicht per Dekret oder per Erlass, etwas bestimmen, das gehört auch dazu, aber da mal zu schauen, was bedeutet das für die konkreten Leute. Das ist ganz wichtig. Und das waren in vielen persönlichen Begegnungen sehr Highlights, gute Erfahrungen auch für mich, wo ich auch viel gelernt habe über andere Berufe und andere Tätigkeitsfelder zum Beispiel. Welche Rolle spielt IT jetzt in der Justiz? Mhm. Ganz dominante Rolle mittlerweile. Was verändert sich da in der Gesellschaft, im Verhältnis Bürger-Staat? Ist der Richter noch der Richter wie vor 50 Jahren? Oder ist er abhängig von den Medien, von der Mediennutzung? Kann er selber noch entscheiden? Oder geht ihm das Algorithmus vor? Das sind so die spannenden Sachen. Und das sind Highlights. Können Sie da Einfluss nehmen drauf? Als Justizminister? Ja, weil wir haben das eingeführt, wir haben die elektronische Akte eingeführt, wir haben im Grundbuchwesen das Grundbuch, das sind ja hunderte von Büchern in jedem Städtli oder in jeder Gemeinde. Das sind ganze Archive voll. Das geht halt alles elektronisch und das sind natürlich Veränderungen, die gravierend sind. Und da haben wir die Entwicklung eingeleitet mit allen Schwierigkeiten, die es da gibt. Da müssen sie Schule, da müssen sie das Publikum darauf einstellen, sie müssen die Technik haben, sie müssen die Leute haben, die Technik beherrschen, sie müssen Technik und den Verwaltungssachverstand zusammenbringen. Weil der Fachkundige allein kann es nicht machen und der Techniker allein auch nicht. Die müssen zusammenarbeiten in einem Maß, wie das früher nie der Fall war. Eins von Ihren Hauptanliegen in dieser Zeit war ja der Vorratsdatenspeicher gesehen. Damals im Internet, um die Jugend vor pädophilen Erwachsenen zu schützen. Wie weit ist Ihnen das gelungen? Das ist ja ein großes Thema. Na gut, wir haben da einen Ansatz gewählt, weil ja übers Netz viele Jugendliche gefährdet werden. Mhm. Und das geht so, wie dass ich Pädophile treffe mit Jugendlichen und dann eben Missbrauch vorkommt. Aber sehr häufig. Ja, aber trotzdem sind Sie vor der Fachmedien kritisch. Ja, ich habe damals gesagt, Datenschutz ist ein wichtiges Gut, aber Jugendschutz, Kinderschutz vor sexuellen Übergriffen ist mindestens genauso wichtig. Und da muss man abwägen, dass man bei den schweren Vorfällen, die es gibt, bei den Gefährdungen, dass man dort den Datenschutz auch reduziert. Das kann man ja machen mit richterlicher Erlaubnis. Das ist ja nicht schrankenlos und willkürlich. Und da haben wir aber damals keine Mehrheit gekriegt. Wie schmerzhaft ist eigentlich das für Sie jetzt, wenn Sie so etwas machen und kritisiert werden, wenn Sie von der Presse, ich sage es nicht niedergemacht werden, aber negativ beurteilt werden? Man schließlich war das ja etwas Gutes gesehen und trotzdem gibt es solche, die dagegen sind. Ja, mit dem müssen wir leben. Also wenn man in der Politik ist, muss man mit Kritik leben, man muss auch mit unsachlicher Kritik leben. Ich war ja mal Bürgermeister in Dozwil. Da können wir noch und wenn man lange in der SPD ist, dann härtet man auch ab. Und eine gesunde Härte braucht man. Oder wie der Stoiber hat es mal gesagt, wenn man Titz nicht vertreibt, darf man nicht als Koch schaffen. Wir sind ja da gerade in der Wirtschaft, da passt das ja vom Vergleich her. Also empfindlich darf man da nicht sein. Das heißt aber nicht, dass man das einfach wegsteckt. Das beschäftigt einen schon. Aber es ist die Frage, ob man da nicht sagt, ja gut, okay, es ist ja so. Und trotzdem wieder macht, versucht zu überzeugen. Der Prozess ist nicht leicht, immer, aber das habe ich vorher gewusst, bevor ich Minister geworden bin. Das habe ich auch als Abgeordneter erlebt. Da können Sie die beste Idee haben. Irgendwelche Kritiker gibt es immer. Es gibt nichts, was nicht kritisiert wird. Mit dem müssen wir leben. Und so gesehen hat mich das jetzt auch nicht verwundert. Gut, die Ära ist vorbei. Sie haben das jetzt also abgewählt oder abgegeben oder sind Sie abgewählt worden? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Auf jeden Fall, Sie sind jetzt Landtagsabgeordnete für das Land Baden-Württemberg. Was ist da Ihre Aufgabe? Ja, also Landtagsabgeordnete bin ich schon seit 2001.
Ah, das hat mit dem gar nichts zu tun, dass ich vorher etwas anderes gesehen habe oder nicht Landtagsabgeordneter gesehen habe. Also ich war ja Richter und dann war ich in Wiel Bürgermeister, dann war ich als Anwalt tätig und bin dann 2001 in Landtag gewählt worden, hat dann auch die Anwaltstätigkeit noch parallel beibehalten. Habe sie aber dann aufgeben müssen, klar, wo ich Minister geworden bin, das geht nicht. Wenn man Minister ist, kann man nicht gleichzeitig noch. Also ist das Tätigkeit so? Ausüben. Ja, genau. Aber die Abgeordnete-Tätigkeit mache ich jetzt seit 17 Jahren. Und jetzt, nachdem ich nicht mehr im Kabinett bin, wir sind ja nicht mehr in der Regierung beteiligt. Die SPD hat halt ein schlechtes Ergebnis gehabt in der letzten Wahl. Und dann hat es mit den Grünen nicht mehr gelenkt. Deswegen sind die mit der CDU zusammen. Und jetzt seit 2016 bin ich Vorsitzender vom Finanzausschuss. Und mache vor allem Finanzpolitik und Innenpolitik und bin da völlig ausgelastet. Ja. Und auch einen schönen Wahlkreis, Lörrach, Markgräflerland. Also bitte. Was kann einem Besseres passieren? Genau. Wie viele SPD-Mitglieder haben die eigentlich da in deinem Wahlkreis? Wir haben im Landkreis Lörrach über 850 SPD-Mitglieder. Gut, jetzt muss ich da eine komische Frage stellen. 850 Mitglieder. Was mich eigenartig erscheint, ist, wenn Sie jetzt als Landtagsabgeordnete die ganze Woche eigentlich da in Stuttgart sind, oder fast die ganze Woche in Stuttgart sind, Sie kommen heim, man sieht Sie am Samstag in Lörrach auf dem Platz Lösli verkaufen, dann muss ich fragen, hallo, wollen Sie nicht daheim hocken oder gibt es Probleme? Oder? Nein. Landtagsabgeordnete hat eigentlich zwei Funktionen. Er vertritt den Wahlkreis in Stuttgart, aber er ist auch vor Ort Ansprechpartner und beteiligt in vielen Verfahren, in vielen Gesprächen, in vielen Entwicklungen. Und deswegen, wenn ich dann am Wochenende bin oder einmal unter der Woche, da bin ich dann natürlich draußen. In der Gemeinde, bei den Ortsvereinen, bei Veranstaltungen. Wobei die Fasnacht gehört jetzt nicht eine angenehme Sache. Oder der Losverkauf an der Weihnacht auf dem Merkplatz in Lörrach. Das sind jetzt eigentlich die schöne Sache. Die schwierigere Sache sind die Politik nach innen zu vermitteln. In die Ortsvereine, in die Mitgliedschaft hinein. Aber auch dann die Politik vor Ort zu vertreten. Bei Diskussionen, bei Verbänden. Ich habe zum Beispiel viele Kontakte mit Lehrern. Da geht es um Bildungspolitik. Oder es geht in der Gemeinde um Verkehrspolitik. Oder es geht um Wohnungsbau. Jede Gemeinde hat ihre speziellen Probleme. Viele haben auch gemeinsame Probleme. Da muss man vor Ort sein, muss diskutieren. Muss aufnehmen, was wenn die Leute, was erwarten sie vom Abgeordneten. Wo sind ihre Forderungen und Wünsche an die Landespolitik. Also im Grunde bin ich dann am Wochenende da und am Abend und gehe dann am Ende mit dem Rucksack voll Zeug. Da muss ich etwas machen, da muss ich den Minister anschreiben, da muss ich selbst schreiben machen oder machen lassen. Man hat ja seine Leute dafür, müssen ja alles selber machen. Und die Wahlkreisarbeit ist das eine und die hohe Politik in Stuttgart ist das andere. Da geht es natürlich dann um Gesetze, um Verordnungen, um grundsätzliche Entwicklungen, Grundsatzpositionen, wie viele Polizisten werden eingestellt im Land oder wie viele Lehrer fehlen und. Während da geht es darum, wie können wir jetzt der Schule Zaldig im Oberdorf helfen, dass die Grundschulklasse gut versorgen können. Also es sind dann die zwei Ebenen, die man halt verbinden muss und das macht das Ganze auch spannend. Sie sind in Altweil groß geworden? Nein, schon falsch. Schon falsch. Haltig im Unterdorf. Oh, also gut, das sind die Großworte. Okay. Gibt es aus deiner Schulzeit oder Studienzeit noch Erinnerungen, wo Sie liebend gern Revue passieren wollen? Ja, ich bin im Unterdorf aufgewachsen. Und jetzt immer ein natürlicher Gegensatz geht zum Oberdorf. Und ja, das erst vor ein paar Jahren bin ich ins Oberdorf gezogen. Ich war eigentlich der typische Unterdörfler. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel gern daran, wir haben in Haldig am Ortsrand gewohnt, im Westen, im Haldinger Westen, wo es zum Rhein-Vorland geht. Da haben Bauern vom Oberdorf haben dort ihre Felder bestellt. Und ich weiß, da bin ich dann als Bub im Traktor mitgefahren. Das war ein Erlebnis
für uns. Meine Eltern haben ja mit der Landwirtschaft nichts zu tun gehabt. Und das war für uns Kinder wirklich schön. Wir haben nicht weit gehabt an der Wöschbach. Da ist ein Bach, wo unterhalb vom Hochgestade verläuft, bevor es zum Heiliger Kickplatz geht. Da haben wir wunderbar können Fischli fangen und sich verstecken, Räuber und Gendarm spielen. Das war also schon eine schöne Zeit. Ich bin dann in die Grundschule, damals Volksschule in Haldingen, im Oberdorf. Und dann hat man natürlich unterwegs durch die Kolonie und unter der Bahn durchmessen. Und das war dann schon interessant, die Heimweg. Und da hat man dann auch die eine oder andere Blessur mal abgekriegt oder immer andere verpasst. Und hat auch so vielleicht die erste Blicke riskiert in Richtung anderes Geschlecht. Und genau. Das war also eigentlich eine schöne Zeit. Und dann bin ich aufs Gymnasium nach Weil, Kant-Gymnasium, zuerst aufs Hans-Thoma-Gymnasium, dann haben sie zwei Kant-Gymnasium gebaut. Und dann habe ich ein wenig so den Bezug zu meinen Freunden, speziell in Haldingen, eher ein wenig verloren und habe dann dafür natürlich über die Schule in Wiel und in Lörrach wieder neue Kontakte gehabt. Was ist eigentlich Ihr Lieblingsfach in der Schule? Mein Lieblingsfach? Also da hat sich auch Mathematik dazu gehört und Geschichte. Sie sind ja im Altwil, oder besser gesagt, doch jetzt eigentlich, kann man sagen, Altwil, sehr vertraut. Ich habe Sie sehr oft beobachtet, Sie sind, haben sehr viele Leute, die mit Ihnen partout sind und so weiter. Das ist alles wunderbar. Ich frage mich eigentlich nur, warum dass Sie Ihr Büro jetzt in Lörrach aufgemacht haben und nicht in Weil? Ja gut, ich vertrete den Wahlkreis Lörrach. Und Lörrach ist halt die Kreishauptstadt. Ah, gut. Und das hat sich historisch so entwickelt. Die SPD hat ihr Büro immer in Lörrach gehabt. Und Lörrach liegt natürlich bezogen auf den Wahlkreis, der ja fast bis zum Feldberg geht. Todtnau gehört ja noch dazu. Bad Bellingen gehört dazu, Grenzach-Wiele gehört dazu. Da liegt natürlich Lörrach schon im zentraleren Bereich und ist ja gut erreichbar mit S-Bahn und anderen Verkehrsmitteln. Das war eigentlich der Grund. Das könnte man auch in Wiel machen. Ja, genau, aber ja, es war auch immer möglich, dann dort ein Büro zu finden. Und es sind ja keine Entfernungen zwischen Lörrach und Wiel. Wenn man auch manchmal an der Fasnacht meint, sind zwei fremde Welten. Aber sehen Sie, ja, das ist aber genau das, was ich will sagen. Denn Wiel und Lörrach, wenn man so das Publikum so anschaut, es sind zwei Welten. Ein bisschen. Sie trennen sich sehr gut. Wenn man aus Wiel nach Lörrach kommt, kriegt man schon manchmal ein paar Hieb. Und umgekehrt ist genau dasselbe. Und das ist einfach mal so, oder? Aber gut, okay. Ja, also ich war ja eigentlich immer ein wenig ein Wanderer zwischen den Welten. Genau. Ich bin jetzt heilig aufgewachsen. Mein Mörder hat mich in Lörrach zur Welt gebracht. Und hat aber dann nach 6 oder 7 Tagen lieber der Rückzug nach Wiel antreten. Ich bin insgesamt in Lörrach in die Schule einige Jahre. Hat dort Abitur gemacht, war zu viel, aber auf dem Kant-Gymnasium vorher. Ich habe, 18 Jahre, ja, fast 20 Jahre als Anwalt in Lörrach geschafft und habe immer zu Haldingen gewohnt. Früher habe ich mal in Freiburg gewohnt nach dem Staatsexamen, 14 Jahre in Freiburg gewohnt. Also Wiel und Lörrach sind mir beide vertraut, aber ich kenne natürlich auch die Befindlichkeiten und die Animositäten und ganz wichtige Stadt Fasnacht. Genau, ja, ja. Sie sind ja mal Bürgermeister von Wiel gesehen. Ja. Haben Sie noch schöne Zeit dran? Wann ist das gesehen? Das war von 1984 bis 1992 unter dem Oberbürgermeister Willmann, mit dem ich sehr gut zusammengeschafft habe als Bürgermeister. Da hat es noch keine 3 Bürgermeister gegeben wie jetzt, sondern nur 2. Hätte auch gelenkt. Es ändert sich alles. Und ich war der Baubürgermeister. Es war eine spannende Zeit. Da hat sich nämlich viel geändert. Friedlinge. Die ganzen Fabriken, große Fabrikareale sind verschwunden. Und wo jetzt das Rheincenter steht oder auch das Kesselhus mit kulturellen Einrichtungen oder Wohnbebauung, die wir in Friedlingen gemacht haben. Das waren radikale Veränderungen in der Stadt damals. Und das habe ich doch ziemlich hautnah miterlebt. Schön.
Sind Sie mehr Pragmatiker oder Visionär? Ich wäre gern öfter Visionär. Und dann kommt immer der Praktiker in mir dann doch durch. Mhm. Aber ich glaube, beides ist wichtig, dass man Visionen hat, aber dann auch das Praktische nicht vernachlässigt an die Umsetzung denkt. Genau. Die schönste Vision nützt nichts, wenn man auch nichts vom Tisch bringt. Ja, genau, ja. Haben Sie ein Vorbild in der Politik? Ah, das wird ich oft gefragt, wer mein Vorbild ist. Ich habe vielleicht Impulsgeber. Mhm. Und da muss ich sagen, das war ich von außen, sicher Willy Brandt. Seine Zeit damals habe ich als Jugendlicher erlebt, sie Aufstieg. Spannende Zeiten in der Nach-Adenauer-Ära, wo so in Deutschland sehr konservativ zugegangen ist. Ja. Das war ein Punkt. Mein Vater war auch immer politisch tätig als Gemeinderat. Dann hatte ich ein Elternhaus, wo meine Großmutter sehr politisch war. Schon sehr politisch für damalige Verhältnisse. Die war früh Witwe, war alleinerziehend als Witwe. Hat als Buchhalterin geschafft, Großmörder in den in de 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das war also interessante Zeit. Das hat mich geprägt und dann hatte ich das Glück, ich habe Goethe-Lehrer gehabt. In Geschichte, in Gemeinschaftskunde jetzt damals Kreise. Die haben mich also auch politisiert. Eine Leppner, das ist der Herr Zipinski aus Lörrach. Ah ja. Das war sicher. Waren sicher Leute, die mich auch da gefördert haben. Mhm. In meiner Entwicklung, Verständnis für Politik, Interesse für Politik. Das waren so die Vorbilder in Anführungszeichen. Sie haben in Ihrer politischen Karriere haben Sie auch mal einen Job gehabt als Rundfunkrat vom SWR. Was haben Sie denn dort gemacht? Ja, der Rundfunkrat ist Aufsichtsgremium. Es ist eine Art großer Aufsichtsrat. Aber was haben die denn da aufpasst damit? Ja, der Rundfunkrat hat ganz bestimmte Funktionen. Der Rundfunkrat beschließt den Haushalt des Südwestrundfunks. Das ist ja ein Millionenhaushalt, das ist ja ein riesiger Betrieb. Also es hat nichts mit dem Programm zu tun gehabt oder mit der Technik? Zunächst mal der Rundfunkrat, der stellt die grundsätzliche Wahl. Er macht also das Budget und wählt den Intendanten. Und wählt die, zum Beispiel die Sendedirektoren, der Fernsehdirektor, der Rundfunkdirektor. Das wählt der Rundfunkrat. Und als Rundfunkrat bin ich gewählt vom Landtag von Baden-Württemberg. Entsandt, weil der Landtag von Baden-Württemberg stellt einige Rundfunkratsmitglieder. Und dann hat der Rundfunkrat einen Ausschuss, Fernsehausschuss, Radioausschuss. Und da wird dann schon auch Programm diskutiert, kritisiert. Da geht es dann auch dann letztlich auch um Personalentscheidungen mit. Und das ist also eine interessante Tätigkeit. Wobei Sie wissen ja, dass das Bundesverfassungsgericht den Staatseinfluss im öffentlichen Rundfunk zurückdrängt. Ja. Das heißt, es gibt nämlich ganz so viele Abgeordnete wie früher. Und ansonsten ist der Rundfunkrat plural zusammengesetzt. Es sind Kirchenvertreter, Gewerkschaftenvertreter, Verbändevertreter, der Landesfrauenrat ist drin und. Es ist also ein plural zusammengesetztes Gremium, das die Gesellschaft abbilden soll. Inwieweit das in der Praxis dann im Detail realisiert wird, ist eine ganz andere Frage. Gut. Ein weiteres Thema war Flüchtling. Ist das ein Thema für Sie auch oder ist das für Sie gar nicht interessant? Also Die Flüchtlingswelle, wie das so heißt, wobei ich da immer vorsichtig bin mit dem Begriff Welle, wenn es um Menschen geht, wo viele Flüchtlinge groß sind, war das Land Baden-Württemberg natürlich gefordert, landespolitisch. Ja. Da sind am Sonntagnachmittag sind 400, 500 Leute gekommen mit einem Zug aus Bayern und die haben in Böblingen gehalten. So, jetzt wohin damit? Bringen sie unter. Und da haben wir natürlich vieles machen müssen, spontan. Krisenmanagement, die Leute unterzubringen, zu versorgen, mehr Mittelmesse bereitstellen. Und die finanzielle Aufwendungen waren recht hoch. Da waren wir ziemlich gefordert, auch mit der Unterbringung. Da hat es natürlich auch viele Städte und Gemeinden, die waren nicht begeistert. Wenn es geheißen hat, jetzt müssen wir euch 700 Flüchtlinge schicken. Die müssen wir also unterbringen. Irgendwo müssen wir sie unterbringen. Und sei es in der Turnhalle oder sonst noch. Politisch haben Sie mittlerweile noch einen, aber sonst nichts zu tun.
Ja gut, ich bin Mitglied im Ortsverein der SPD, Weil am Rhein-Haltingen. Gut, ja. Ich bin in zahlreiche Vereine Mitglied, auch in der Narrezunft. Und habe natürlich auch gute Kontakte zu der Gemeinderäte hier, wie auch in anderen Städten von meinem Wahlkreis, mit dem Bürgermeister, Oberbürgermeister. Aber man hat jetzt ein gutes Verhältnis so. Ja, wir verstehen das gut. Und verstehen das, ja. Trotz unterschiedlicher Parteizugehörigkeit. Ja, das aber ist aber normal, oder? Aber ich meine, als rein menschlich haben wir eine gute Beziehung. Wir haben eine gute Beziehung. Ja. Gleiches gilt auch mit dem Herrn Lutz in Lörrach. Können Sie eigentlich als Landtagsabgeordneter eigentlich noch Ihren Beruf ausüben? Ehemaliger Beruf, Jurist? Ja, also ich könnte nach wie vor als Anwalt tätig sein. Können schon, aber haben Sie Zeit dazu überhaupt? Nein, die Zulassung ruht und ich habe auch nicht vor, das in absehbarer Zeit zu ändern. Das heißt, ich bin im Moment ausschließlich Landtagsabgeordneter, wieder ausgelastet. Und die Belastung, jetzt nur durch eine zusätzliche Tätigkeit beruflicher Art, das wäre zu viel. Das ist, ja, okay. Es ist dann so, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, werde jetzt 67, also dann läuft man schon Gefahr, dass man, wenn man zu viel macht, dass man das eine oder andere nicht mehr richtig macht. Und das möchte ich mir auch nicht antun. Aber lieber ein bisschen weniger, aber das intensiv und richtig machen. Ja, und ausgelastet bin ich auch weg. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch nicht böse, wenn ich mal einmal... Wenn Sie drei Wünsche hätten in Ihrem restlichen Leben, was würden Sie sich wünschen? Also, da würde ich mir wünschen, dass es keine Kriege mehr gibt und alle Leute genug zu essen haben. Persönliche Gesundheit. Und dass, wenn es brenzlig wird, nochmal eine Fee kommt. Herr Stiegelberger, deinen Wunsch schließe ich mich an. Bedanke mich für das kurze Interview. Wünsche Ihnen politisch und privat alles Gute. Herzlichen Dank, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Ihnen auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Euch Dankeschön fürs Zuhören und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Dankeschön.